Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play, wo ist mein Auto? Da. Mit Let's Play Cyberpunk 2077, wir machen weiter. Und ja, wir fahren jetzt da hinten hin. Wir fahren jetzt da hinten hin zum letzten Ding. Und dann würde ich hier ganz gerne eine Nebenquest mit euch machen, also eine richtige Nebenquest. Ganz gerne. Genau. Hoppa, hoppa. Immer hier durch, immer hier durch. Denn, juhu. Genau. Denn das ist, glaube ich, das Letzte, was wir machen müssen, ne? Hier, ne? Dann ist es, glaube ich, auch durch, das Ding, ne? Das ist abgeprüft. Genau. Die anderen, wie gesagt, die anderen Dinger mache ich ja nicht. Die kleinen, da sitzen wir echt noch sehr lange dran. Die machen wir mal zwischendurch ein bisschen. Sollten wir halt schon mal drauf achten, dass. Keine Ahnung, dass wir es nicht nur machen. Und aussteigen. Genau. Wie, kannst du gerade? Willst du reden? Ich meinte persönlich. Kannst du zum Lager kommen? Ich habe ein Problem. Du hast ein Problem und rufst mich an? Hast du dich nicht mit der Familie versöhnt? Naja, das habe ich, aber ich dachte, das soll wohl heißen, du willst nicht kommen, habe ich recht? Schon unterwegs. Puh, danke. Da bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. Jo, bis gleich. What with a little help from my fans. From my friends. Okay. Hm. Warte, ich speichere nochmal ganz kurz. So, weil ich die Quest eben gerade bekommen habe. Dann machen wir die als nächstes. Wollte eine andere machen, aber egal. Hallo. Also. Militech muss in ein Update gefahren haben. Also Militech muss in ein Update gefahren haben. Kann sein, aber trotzdem habe ich den Zugriff auf ihr Wettersystem verloren. Und wenn mir das passiert, dann gilt das auch für die anderen. Schon klar. Ich brauche einen Zugriff, um Sandstürme genau vorhersagen zu können. Schließlich seid ihr Refs. Genau. Okay. Ich pack meinen Kram zusammen und komm zu dir. Okay, ich warte. Wie läuft's so? Machst du schon was? Bin noch unterwegs. Ich ruf dich in einer Stunde an. Okay, sei vorsichtig. Es könnte Militech-Patrouillen in dir geben. Kletter das Zimmertrad hoch. Hacke halt, was du hacken musst. Und dann hau so schnell wie möglich ab. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Na dann. Also, Harry, hat's geklappt? Ja, aber die Antwort ist nein. Und das... das war's jetzt, oder wie? Ah, diese... Warum kann man den Mist eigentlich abschalten? Request. Okay. War ich wieder irgendwie doof, wenn man den Full-Modus nicht komplett abschalten kann, weil ich brauche den, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich bin kein Full-Modus-Fan. Ah, die Inschall-Ausstellung sieht schon geil aus. Ah, ich fahr lieber so, so habe ich mehr Kontrolle. Oh Gott.
der da drin sitzt. Ah, jetzt wird sie dumm hingestellt. Ja, Gebiet feindlich, ich weiß. Und Schiss. Ha, du Idiot. Und der letzte. Und goodbye. Na gut, okay, das ging ja einfach. Sehr schön. Warte mal. Das geht echt nicht. Nee. Okay, kommen wir nicht hin. Dann nicht. Na gut, dann werden wir diese Folge auch noch mal hier in den Badlands bleiben. Ich wusste natürlich nicht, dass sie anruft. Das, ja, wusste ich nicht. Nee. Meine Karre ist hier. Gut. Stürzen wir uns gleich in die heutige Top-Story, Leute. Aber Saga hat nun angekündigt, seine unrentablen Anlagen abzustoßen. Ich hab die Union von Koop. Das ist nur der nächste Schritt im gewagten Umstrukturierungsplan, angeführt durch den neuen CEO, Yorinobu Arasaka, den er bei der Aktionärsversammlung präsentiert hat. Einige Analysten schätzen, die Ersparnisse aus diesen Kürzungen könnten auf bis zu 20 Milliarden Eddies steigen. Laut Quellen aus dem Umfeld des CEOs soll diese Einsparungen für die Finanzierung neuer Forschungs- und Entwicklungszentren genutzt werden. Obwohl er lange als das schwarze Schaf der Arasaka-Dynastie galt, hat Yorinobu wohl die Zweifel der Investoren zerschlagen. Nach einem heutigen Start ist Arasaka um ganze 3 Prozentpunkte gestiegen. Wie es weitergeht für den Koloss aus Japan, erfahrt ihr bei Euer Business ist auch mein Business das nächste Mal. Okay. So. Mal gucken, was jetzt mit Soul wieder ist. Aber finde ich ganz gut. Dann beenden wir das wahrscheinlich die Battles heute oder für erstmal mit einer Quest. Gucken wir mal, wie wir jetzt zurück müssen. Der Rest bleibt hier im Lager. Ich will alle halbe Stunde Patrouillen mit direkter Meldung an mich. Bereiten wir uns auf einen Besuch von Biotechnica vor? Oder einen vierten Konzernkrieg? Die Raffen könnten jederzeit hier reinplatzen. Findest du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Ich will keine Überraschungen mehr. Wir werden abgesichert wirken. Wachsam, vorbereitet. Also, ich komme gleich hier rein. Achso, okay. Wie? Da bist du ja. Jo, da bin ich. Was macht der denn hier? Ich verbiete dir, diesen Militech-Konvoi auch nur anzugucken, also rufst du deinen Freund her? Das Ganze hinter meinem Rücken zu machen? Genau.
Deshalb habe ich Wie gerufen, damit er direkt vor deiner Nase antanzt. Denkst du ich echt... Ich habe keinen scheiß Plan, was hier los ist. Gottverdammt, Saul! Du willst doch nicht echt, dass wir uns diesen Basilisk durch die Finger gehen lassen? Doch, will ich. Aber so eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit? Den Job zu versauen? Dieser Streit wird allmählich langweilig. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. Nein, diese Diskussion ist schon lange vorbei. Die Biotechniker-Leute sind in einer Stunde hier. Also baut bis dahin nicht irgendwelche Scheiße. Ich fass es nicht. Da geht er hin, um das Gras grün anzumalen. Ich dachte, der Biotechniker-Job wäre ins Wasser gefallen. Saul will, dass wir ihn zu Ende bringen. Um zu beweisen, dass die Aldecaldos zu ihrem Wort stehen. Pflanzenschutz? Wen kümmert denn verfickter Pflanzenschutz? Saul beweist damit nur, dass ein Konzern auf uns rumtrampeln kann und wir uns auch noch bedanken und nach mehr schreien. Was war das vorhin mit dem Basilisk? Das ist ein gepanzerter Militech-Frachtpanzer. Schrott von 2060 oder so. Die wollen ihn an ein Entwicklungsland verschachern, wo er noch als technologisches Wunder bestaunt wird. Der Militech-Konvoi nimmt die 101. Direkt an uns vorbei. Da muss man doch Hallo sagen. Lass mich raten. Die ganze Sache ist deine Idee? Woher weißt du das? Saul wäre nicht so angepisst, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, Vi hat recht. Hätte Saul die Idee gehabt, würde er sie als den größten Plan auf Gottes Erde anpreisen. Quatsch, so ist er nicht drauf. Er ist einfach nur feige. Geht lieber auf Nummer sicher. Abwarten. Für die Familie. Ist der Basilisk wirklich noch einen Streit mit Saul wert? Ja, so ein Fahrzeug würde uns endlich wieder auf Spur bringen. Die Familie fällt auseinander. Wenn wir in diesem Biotechniker-Mist hängen bleiben, nimmt uns nie wieder jemand ernst. Okay, also willst du das doch hinter Sauls Rücken machen. Deshalb hast du mich hergeholt. Cassidy, Ted, Carol und Bob sind auch dabei. Kannst du dich noch erinnern, wie du mal zu mir meintest, ich soll dir gefälligst einen Arschtritt verpassen, wenn du wieder mal was Dummes machen willst? Ja, und kurz danach bist du mit mir ins Ruffenlager gestürmt. Hast deine Chance also da schon verpasst? Nein, das war was anderes. Eine Rettungsmission. Jemand aus der Familie. Doch jetzt willst du Saul in den Rücken fallen. Wird das eine Moralpredigt? Dann kannst du dich nämlich gleich verpissen. Warum macht Saul so einen Aufstand wegen diesem Basilisk? Er hat Angst, dass Militech uns vernichtet, wenn wir Streit mit ihnen anfangen. Meint, dass es sicherer ist, auf der Seite der Konzerne zu bleiben. Wie Biotechniker. Lächerlich. Und ihr würdet lieber... Wir würden lieber zu dem zurückkehren, was wir am besten können. Logistik. Ja. Also schmuggeln. Habe ich das nicht gesagt? Dachte Saul und du hätten das Kriegsbeil begraben? Dachte ich auch, aber anscheinend nur so lange, wie jemand versucht, uns umzubringen. Genau. Du hast ihm das Leben gerettet. Willst du alles wieder kaputt machen? Ich habe ihn gerettet und er ignoriert trotzdem alles, was ich sage. Was mich angeht, sind wir wieder am Anfang. Der Basilisk, wie planst du den zu klauen? Danke, Weh. Noch habe ich nicht zugesagt. Okay, lass uns mit den anderen reden. Ja, sag mal, oder? Also sind nur die vier Veteranen an Bord. Sonst niemand? Wir haben die anderen gar nicht gefragt. Das Risiko, dass einer mit Zoll redet, war viel zu groß. Außerdem verstehen eh nur die Veteranen, was es uns bringt, einen Basilisk zu haben. Das klingt ziemlich riskant. Quatsch, das wird ein Kinderspiel. Die haben nicht mal großartig Security beim Konvoi dabei. Den Satz habe ich schon mal gehört. Leisten wir damit unseren Beitrag im Kampf für den Weltfrieden. Ach so, na dann. Warum sollte dieses Monster in irgendeinem dritten Weltbürgerkrieg enden? Hier setzen wir es sinnvoller ein. In Amerika. Sicher. Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Okay, alle herhören. Militech wird den Basilisk in Einzelteilen auf zwei Trucks transportieren. Moment mal. Höre ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Noch Fragen oder Wünsche?
Gute Arbeit, Schätzchen. Mhm. Schön kurz und bündig, wie ich's mag. Ohne dieses dramatische Gesicht. Panam hat Stress mit Saul, das weiß ich. Aber ihr? Vor ein paar Jahren hätte keiner im Traum daran gedacht, für Konzerne zu arbeiten. Wir wollen nur einen guten Namen. Wir brauchen nur gute Ausrüstung und Jobs. Das würde Saul sehen, wenn er hin und wieder den Kopf aus seinem Arsch ziehen würde. Das klingt zu einfach. Verdächtig glückliche Zufälle. Genau die Tech, die ihr braucht, wird euch quasi auf einem Silbertablett serviert? Ja, Saul meinte auch, dass das bis zum Himmel stinkt. Diese Infos zum Konvoi, woher habt ihr die? Carol hat die Militech-Kommunikationskanäle gehackt. Gut genug für dich? Ja. Na gut, ich bin dabei. Okay, bin dabei. Okay, danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoiroute. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Ich komm mit. Ich komm mit. Sehr gut. Los geht's. Dich kann ich allein lassen, Panam. Ich glaub, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Nie im Leben. Ach, komm schon. Hattest doch bestimmt ein bisschen Pipi in der Hose. Leck mich. Aber bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken? Willst du mich beleidigen, Bobby? Okay, okay. Hab nichts gesagt. Aber andererseits wieder schön mit Panam was zu machen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es katastrophal schief geht. Wir wissen ja, seit Jackies Tod, sowas kann schnell gehen hier in Cyberpunk. So, alles gut? Fahren wir. Okay. Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Saul will uns da eh nicht sehen. Will doch einen besseren zweiten Eindruck auf die Biotechniker von sich machen. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Was ist mit den Ruffs? Sind da Probleme zu erwarten? Denkt Saul zumindest. Hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Und was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Vermisst du nicht das Leben in Night City? Manchmal vielleicht. Ich vermisse dieses Gefühl von Heuernfang. Freiheit. Aber ich erinnere mich auch noch an die Lehre. Wenn man begreift, dass nichts etwas bedeutet, wenn man alleine ist. Ich fand's auch schwer, meine Familie zu verlassen. Aber ich war auch nie vollkommen alleine. Du hattest jemanden? Einen echten Freund. Hieß Jackie. Du hättest ihn übrigens gemocht. Ah ja, ich bin sehr traurig, dass Jackie nicht mehr da ist. Der war toll. Der hat die Aufträge so einen Witz verbracht. So ein bisschen den Witz gegeben. Das war super. Aber wenn man das große Geld will, kann es ganz schnell schief gehen. Danke. Stehst, vielleicht sollten wir nur den Zug klauen und den Basilisk pfeifen. Yep. Und dann fahren wir nur dieses Monster zu 101. Boah, ist das Ding geil. Zurück. Da wäre Saul sicher mit am Start. Bereit? Okay. Bereit, wenn ihr es seid. Der Konvoi wird von Night City zur Basis fahren, wo wir auf den Käufer treffen. Wir halten ihn am Bahnübergang auf. Dafür müssen wir nur dieses Schätzchen in den Weg schieben. Irgendwelche Fragen? Scheint hier eine Menge verlassener Bahnhöfe zu geben. Der hier gehörte einem Konzern, der eine Zementfabrik hatte. Wurde als Beladungspunkt genutzt. Und die Lok haben sie hier gelassen, als sie weg sind? Die Lok ist schon seit knapp 40 Jahren hier. Seit den Blackwater-Tagen. Eine Weile lang mussten alle wie früher leben. Die Lok wird mit Atomkraft angetrieben. Wie U-Boote. Umso seltsamer, dass sie zurückgelassen wurde. Konzerne. Wahrscheinlich hatten sie eine Präsentation zu Kostenoptimierung dazu. Alte Tech. Carol wird sie hacken müssen. Dann muss ich irgendwie Autorisierung vom Kontrollturm bekommen, um sie zu bewegen. Der Turm sieht auch inaktiv aus. Unsere Sorge. Panam und du, ihr besorgt einfach den Autorisierungscode.
Okay, an die Arbeit. Okay. Ah, optional spricht mit den Nomaden, okay. Ach, hallo auch. Bist du hier, um dich nützlich zu machen? Warte mal. So alte Tech gesehen. Wie hast du gelernt, damit umzugehen? Aus Büchern. Wart nur ab, was du im Innern des Kontrollturms sehen wirst. Die haben Lochkarten benutzt. Stechkarten, glaubst du's? Was für Karten? Alte Datenverarbeitungsmethode. Nach dem Netzzusammenbruch wurden wir ins 20. Jahrhundert zurückgeschleudert. Wie sehen die denn aus? Sind Karten aus Pappe mit reingestanzten Löchern, als Kodierung in Reihen. Jedes Loch, ob gestochen oder nicht, steht für eine Dateneinheit. Ehrlich gesagt, würde ich lieber über Panam als über Lochkarten reden. Lass mich raten. Du weißt nicht so recht, warum du hier bist, oder? Volltreffer. Hab keine Ahnung. Mhm. Sie kam zurück zu uns, hat Mitch und den Rest wieder auf ihre Seite gebracht. Und trotzdem ruft sie dich an. Schon komisch, oder? Hm? Was macht ihr beiden? Ich finde meine innere Ruhe vor dem Sturm. Und Teddy schaukelt sich die Eier. Klingt verlockend. Respektiere deinen Einsatz. Selbstachtung führt zu Selbstdisziplin. Wenn du beides hast, besitzt du wahre Stärke. Bringt Bier deine tiefsinnige Seite raus? Ich habe einfach das Gefühl, die Leute wollen Motivationsmüll von mir hören. Ein Ziel, eine Liebe und ein Traum geben dir die volle Kontrolle. Wahre Worte, Bruder. Viel Spaß, Leute. Gott. Selbst wenn das klappt, wird Zoll richtig sauer sein. Weißt du noch, unser erstes Treffen? Du hast dir wegen Zoll fast vor Angst in die Hosen gemacht. Ich erinnere mich aber nicht, Panam hängen gelassen zu haben. Und jetzt stellst du dich gegen Zoll? Hat sich was geändert? Aha. Hab kapiert, dass Panam recht hat. Wie läuft's bei euch? Blendend. Wir haben alles angeschlossen und nichts funktioniert. Es funktioniert schon, nur nicht zuverlässig. Wie? Kannst du das scannen? Ich habe nämlich keine Lust, alles nochmal auseinandernehmen zu müssen. Klar. Kaputter Kondensator. Der dritte von rechts. Tatsache. Moment, ich tausche ihn aus. Versuchen wir es nochmal. Ha, funktioniert. Ha, danke, V. Ach, kein Problem. Gut, ich gehe mal rein, ne? Mal gucken. Jetzt wird. Soll ich mal? Klar, aber an deiner Stelle würde ich mir erst einen anderen Weg reinsuchen. Wow, das ging schnell. Danke. Okay. Ah gut, die Prophezeiung könnt ihr euch selbst durchlesen, also... Ja, das macht ihr selber. So, könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Also Pause. So, jetzt geht's weiter.
Pause. 3, 2, 1, Ende. Genau, das lese ich jetzt nicht vor. Ich lese auch noch manches von zu dieser Eichel. Pause. 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 So, und sitzen wir halt echt lange hier, dass ich noch alles vorlese. Los, W. Wir haben was zu erledigen. Ist ja gut, ist ja gut. Wenn hier jemand so viele schöne Sachen liegen lässt, dann sollte man sie nicht mitnehmen. Wir haben Licht. Bob und Mitch müssen eine Verbindung hergestellt haben. Mit etwas Hilfe von meiner Wenigkeit. Ich mochte Züge schon immer. Und an den Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Weichen? Ja, genau. Wenn man die von oben sieht, dann fühlt man sich frei? Als ob man zu 1000 Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte? Ich meine eher hoffnungsvoll. Gut, wir sind da. Okay, da wären wir. Carol! Wonach suchen wir? Was für Karten? Karten mit Löchern drin. Lass mich suchen helfen. Okay, danke. Och, Karten. Jede Position oder Karte, gelocht, ungelocht, entspricht einer Informationseinheit, wohingegen jede Spalte einem Zeichen oder Symbol zugeordnet ist. Wenn Sie die Karte vorsichtig in das Lesegate einführen, beachten Sie bitte Folgendes. Überprüfen Sie, ob die gelochten Stellen beschädigt sind, da dies den Anzeigewert beeinflussen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Karte richtig rum reingeführt wird. Achten Sie darauf, dass die Kartenbeschriftung den darauf gespeicherten Daten entspricht. Pause. 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 Pause und tschüss. Ihr nicht. Alles über Nomaden für Dummköpfe. Haben wir wohl schon gehabt. Das hatten wir schon. Sieh an, sieh an. Ja, ich komm. Ich hab was. Sehr gut. Carol! Wir haben eine Karte! Was jetzt? Wir müssen sie ins Lesegerät packen. Also wie? Die Karte ins Lesegerät? Jo. Ich mach das schon. Wollen wir mal. Es hat geklappt. Sieh! Kleine, tapfere Dampflok. Na, Johnny? Willst mitfahren? Hm? Ah! Der schreckt mich immer. Der aber mal verschwindet. Ich wollte mit dir reden. Worüber willst du reden? Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber warum hilfst du mir? Weil es dir wichtig ist. Aber ist das alles? Sorry, das klang jetzt irgendwie komisch. Hör mal, wie. Ich kann sowas nicht.
von meinen Gefühlen und dem ganzen Kram reden. Und ich will das echt nicht vermasseln. Ist doch ein Anfang. Das Ding ist, ich handle immer erst und denke dann nach. Ja, hab ich bemerkt. Ich weiß. Aber ich brauche auch Impulse, um zu handeln. Wenn ich spontan bin, habe ich das Gefühl, ehrlich zu sein. Aber mit dir gehe ich lieber auf Nummer sicher. Warum ist es bei mir anders? Weil es mir diesmal wirklich wichtig ist. Aber ich habe Angst, dass ich was Dummes sage oder tue und dann alleine da sitze. Ich hätte dich lieber bei mir. Wenn auch nur als Freund. Folge das nächste Mal diesem Impuls. Okay. Auf jeden Fall habe ich dich gewarnt. Okay, gehen wir zurück zu den anderen. Okay. Aber ich würde sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen und wir uns dann wiedersehen werden und hoffe, dass euch diese Folge wie immer gefallen hat und ihr morgen um 20 Uhr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Vielen Dank für alles. Bis morgen, euer Pyrus. Haut rein. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.